Hier ist der Workers Cast mit den Themen Mitarbeitergewinnung, Digitalisierung und modernes Handwerk. Spannende Handwerksunternehmer, versierte Experten und ich, Jörg Mosler. Los geht's! Hallo zusammen, ich grüße euch, hier ist Jörg, hier ist der Workers Cast. Heute mit einem Thema, wo alle sofort strahlende Augen kriegen und sagen, ja, genial, lass uns darüber mal wieder sprechen. Unser Lieblingsthema, wir beschäftigen uns so, so gerne damit und es ist das Thema Datenschutz. So, und jetzt gehen wir all die Mundwinkel nach unten, aber ich habe so eine tolle Frau und eine super Expertin eingeladen, dass wir die Mundwinkel wieder nach oben ziehen, selbst beim Thema Datenschutz. Ich sage Hallo, Anke Hofmeier, ich grüße dich. Hallo Jörg, vielen, vielen Dank. Das war eine der besten Unpitches für mein Thema. Ich danke dir. Also ihr hört es schon an ihrer Stimme, an ihrer Art. Wir versuchen heute für euch dieses, sehr ungeliebte Thema Datenschutz so für euch rüberzubringen und auch in einer Art für euch rüberzubringen, dass ihr sagt, okay, wir kriegen das hin. Erstmal ganz kurz zu dir, Antje. Antje, jetzt habe ich schon Antje gesagt. Herr Jemini. Ha, es ist Montag, wo wir das aufzeichnen. Das müsst ihr mir nachsehen. Anke, so, jetzt bin ich richtig. Zu dir, gib uns einen ganz kurzen Abriss. Wer ist denn Anke Hofmeier? Ja, Anke Hofmeier ist vom Ursprung her etwas nerdig. Also ich bin tatsächlich Diplom-Informatikerin von der Erstausbildung her, vom Erststudium. Und das heißt, ich beschäftige mich wirklich seit 1990 mit Datenschutz. Nicht erst als 2018 dann plötzlich die DSGVO um die Ecke kam, sondern nein, so quasi schon in ihren Ursprüngen, in ihren Anfängen, als die Zeit mit dem Internet 1990 eigentlich erstmal so richtig interessant wurde. Dann Zweitstudium 2017 bis 2019 war Risiko- und Compliance-Management. Da wurde das Ganze natürlich dann noch ein bisschen vertieft von der rechtlichen Seite her. Und ich bin seit 2006 im Handwerk aktiv, erst angestellt als Prokuristin in einem SHK-Unternehmen und seit 2013 beratend und schulend für Handwerksunternehmen tätig für die spannenden Bereiche Datenschutz, Qualitätsmanagement und Risikomanagement. Privat, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, die jetzt mittlerweile auch in den frühen 20er sind und lebe seit dem Jahr 2000 im wunderschönen München. So, also dann haben wir... Reicht oder brauchst du noch mehr? Das ist super, als ob du es geübt hättest. Hey. So, also dann haben wir ein bayerisch-fränkisches Interview heute von Nürnberg nach München. Und dann sprechen wir jetzt über dieses Thema Datenschutz. Also ich persönlich glaube ja, dass bei diesem Thema wir alle die meisten Lügen auf unserem Lügendeckel haben, wenn es denn heißt, ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen gelesen. Ja, da machen wir alle ein Häkchen hin, aber wie viele von uns lesen das schon? Lass uns doch gleich mal auf dieses Thema eingehen. Datenschutzbestimmungen. Also wenn ich mir die Datenschutzbestimmungen auf meiner Homepage anschaue, da steht so unfassbar viel drauf. Was muss da überhaupt alles rein für so einen typischen Handwerksbetrieb? Kann man das überhaupt so sagen? Gibt es etwas, was alle haben müssen? Gibt es Spezialitäten bei Gewerken? Klär uns da mal ein bisschen auf. Also wenn es rein um die Webseite geht, dann kommt wirklich einfach nur drauf an, was machst du auf deiner Webseite? Ne? Also wenn du jetzt kein Tracking machst, kein Analyse-Tools verwendet, dann muss da auch keins genannt werden. Allerdings höre ich das sehr oft, ja, da gucke ich eh nicht drauf. Da gibt's, glaube ich, etwas, aber nutze ich nicht. Da bitte vorsichtig sein, nur weil ihr als Unternehmer keine Zeit, keine Lust oder vielleicht auch das notwendige Know-how nicht habt, diese Dinge auszuwerten. Wenn die installiert sind von eurem Webdesigner, von eurer Agentur, dann ist die da und dann wird aufgezeichnet und die haben Zugriff drauf und dann muss das auch genannt werden. Ansonsten, ja, es gibt pauschale Dinge, Anbieterkennzeichnung, wer ist die verantwortliche Stelle, gibt es einen Datenschutzbeauftragten, gibt es keinen, wenn ja, wer ist das, also eine direkte Kontaktmöglichkeit und dann halt wirklich, gibt es ein Kontaktformular, gibt es irgendwie Google Fonts, gibt es irgendwie Plugins wie YouTube, Facebook, sonstige, das muss halt alles drauf, also damit wirklich jemand, der auf deiner Webseite ist, genau weiß, was passiert da. Ja, Nachteil ist natürlich, die meisten User oder Besucher der Webseite sind halt quasi als Lieschen Müller zu sehen und die verstehen das eh nicht. Trotzdem muss es natürlich drauf.
Also es ist jetzt nicht so wie beim Impressum, dass ich jetzt sagen kann, okay, das ist schnöde, da muss das und das und das rein und dann noch meine Bildnachweise und dann bin ich fertig. Beim Datenschutz ist es dementsprechend komplizierter. Jetzt hast du mir gleich zwei Vorlagen zu Fragen geliefert, die ich jetzt sofort einschmeiße. Der Datenschutzbeauftragte, das ist, glaube ich, auch vom Umfang her geändert worden. Das richtet sich ja nach der Zahl der Mitarbeiter. Wie ist da die aktuelle Regelung im Moment? Ja, da sagt die DSGVO ja gar nichts dazu, sondern das Bundesdatenschutzgesetz neu. Und das war anfangs bei 10 Mitarbeitern. Die haben aber Ende 2019 nachgebessert und haben das auf 20 Mitarbeiter hochgesetzt, wobei der Chef mitzählt. Und wir zählen, anders als im alten Bundesdatenschutzgesetz, Köpfe. Also jede Teilzeitkraft ist ein Kopf. Früher hat man dann quasi Teilzeitkräfte zusammengefasst, um zu gucken, dass man da auf eine Zahl kommt. Aber nein, es zählt jetzt jeder Kopf, der mit personenbezogenen Daten arbeitet. Also auch da ist wieder zu gucken, wenn jetzt die Jungs draußen mobiler Kundendienst machen, wie arbeiten die, was machen die da genau? Zählen die mit zu den 20 oder zählen die nicht dazu? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Da muss ich ein bisschen immer recherchieren. Okay, was macht ihr, wie macht ihr das? Okay, also Köpfe zählen, ganz wichtig, mal in einer Reihe aufstellen lassen, alle Köpfe durchzählen. Und dann, Chef zählt mit. Ja, Chef zählt mit, also fang bei dir an. Okay, das ist immer ein guter Tipp, fang immer bei dir an. Und dann hast du mich jetzt auf eine Frage gebracht, die wahrscheinlich die allermeisten auch betrifft, denn die wenigsten werden ihre Website selber machen oder selber programmieren, sondern sie haben jemanden, der das für sie macht. So, wie ist jetzt die Situation? Derjenige denkt sich jetzt, ach ja, cool, da installiere ich jetzt, was weiß ich, Google Analytics oder pack mal das Facebook-Pixel drauf. Muss ich das kontrollieren oder ist jetzt dann die Agentur in der Verantwortung, mir das zu sagen und mich auch darauf hinzuweisen, dass ich dann dementsprechende Opt-in, Opt-out-Optionen und sowas brauche? Das ist schwierig zu beantworten. Ich meine, im Grunde ist der Verantwortliche und der Schuldige, ja, immer der Unternehmer. Das ist wie bei der Steuer. Du hast zwar deinen Steuerberater, verlässt dich auch blind drauf, weil du hast ja, ich sage jetzt nicht mal keine Ahnung, aber wenig Ahnung oft von diesen Dingen. Trotzdem bist du der Verantwortliche. Ganz aus der Haftung sind die Agenturen nicht genommen. Insofern ist es auch wirklich zu gucken, mit wem machst du das? Ja, es gibt ja Handwerksunternehmen, die basteln sich mit so einem Web-Online-Designer irgendwas zusammen und auch diese Anbieter geben dir keinen Hinweis, du pass auf, das und das musst du auch noch drauf machen. Ne? Das ist leider nicht so, würde man sich wünschen, ist aber nicht so. Wenn du mit einer großen professionellen Agentur arbeitest, die agieren meistens sehr proaktiv und sagen, du pass auf, es gibt ein neues EuGH-Urteil, da müssen wir hier noch was ändern, da müssen wir jetzt die Cookie, diesen Hinweis müssen wir anpassen, da müssen wir was aufnehmen, hier müssen wir was wegnehmen. Die sind meistens sehr gut aufgestellt, kostet aber natürlich, aber die sind ihr Geld wert. Wenn du natürlich jemanden hast, der Schwager von einem Freund, von einem Cousin, der irgendwann mal einen Volkshochschulkurs belegt hat, dann wird es ein bisschen düster. Also man sollte sich da wirklich auf Profis verlassen. Okay. Wie ist jetzt so die aktuelle Situation von Handwerksbetrieben? Gibt es da so einen Querschnitt oder gibt es wie ja, bei fast allen anderen Themen auch die Leuchttürme, die da vorne dran sind und alles richtig machen? Das große Mittelfeld, die ein bisschen was machen und die sagen, oh Gott, ist mir sowieso wurscht. Also wie ist die aktuelle Situation, was Datenschutz, was Datenschutzkonzepte und so etwas angeht? Wie weit sind wir da? Nicht da, wo wir sein sollten, weil es ist kein Hobby oder etwas, was man sagt, Mensch, ich bin ganz vorne immer in der Digitalisierung und ich bin ein toller Geschäftsmann und ich mache das, sondern es ist ein Gesetz. Ja, ich sage ja auch nicht, also wie weit bist du eigentlich mit deinen Steuergesetzen oder mit deinen Arbeitssicherheitsgesetzen? Und viele sehen es halt nicht in einer Linie, aber weil wir leben in Deutschland, das ist ein Gesetz und da musst du halt nun mal durch, Punkt. Ich habe jetzt den großen Vorteil, man zieht ja an, was man selber ist. Das heißt, ich arbeite halt sehr viel mit Unternehmern im Handwerk, die halt auch ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, nerdig sind, also die dem Ganzen halt zugewandt und nicht abgeneigt sind. Und wer sehr viel digital macht, der kommt um das Thema Datenschutz, Datensicherheit sowieso nicht drumherum. Dann habe ich noch ein paar Kunden, die halt wirklich auch sagen, ich habe keine Ahnung, kannst du das bitte für uns machen, was ich dann auch gerne tue.
Und ich habe wirklich so am Anfang ein paar gehabt, wobei ich dann auch die Zusammenarbeit tatsächlich auch beendet habe, weil ich bringe mich da selber rechtlich ein bisschen in Gefahr, die gesagt haben, das ist mir total egal, das kann keiner wirklich erfüllen, diese Forderungen, und die sollen halt erstmal kommen. Und dann schauen wir mal. Und dann kann ich ja immer noch. Und das ist gefährlich. Aber die gibt es tatsächlich immer noch, die wirklich bis jetzt gar nichts haben, außer der Erklärung auf der Webseite. Okay. Also ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Logischerweise gehöre ich jetzt zu denjenigen, die sehr stark digital unterwegs sind, die sich auch von vornherein da sehr stark drum gekümmert haben, dass es einigermaßen hinhaut. Allerdings, ja, muss ich auch sagen, ja, wir machen es natürlich wieder typisch deutsch, ne? Wir übertreiben alles und schaden eigentlich denen, denen wir nicht schaden sollten, und diejenigen, die wir treffen wollen, denen ist es im Endeffekt sowieso egal. Das ist jetzt persönliche Meinung, die dir ja bei der Umsetzung nicht weiterhilft. Lass es uns rekapitulieren. Also das Ganze ist 2018 ist die DSGVO in Kraft getreten. Allerdings ist es ja nicht so, dass es vorher keine Datenschutzrichtlinien gab. Sie waren, glaube ich, nur nicht so allgemein zusammengefasst und sie waren noch nicht ganz so krass wie bei der DSGVO, aber vieles gab es vorher schon. Im Mai 2018 ist die digitale Welt in Deutschland nicht untergegangen. Und ich glaube, so dieses riesengroße Thema, vor dem viele Angst hatten, so diese Abmahngeschichte, das ist auch abgemildert worden, ne? Also, dass dich irgendjemand wildfremdes dann wegen irgendeinem Satz, den er gefunden hat, der fehlt, ich sage jetzt mal, anschwärzen kann, das ist doch, glaube ich, rausgefallen, soweit ich das verfolgt habe. Ist das richtig? Ja, es gibt einen Gesetzesentwurf. Es gibt Bestrebungen, dass diese Abmahnanwälte aufgrund von, ich sage jetzt mal, Formfehlern, weil irgendein Satz fehlt oder unrichtig formuliert ist, das ist nahezu gebannt. Zu deinem Einstieg, als du sagtest, es ist ja nicht neu, es ist tatsächlich nicht neu, 2018, über 90% der Forderungen der DSGVO waren auch in den alten Bundesdatenschutzgesetzen da. Nur, es hat einfach niemanden gekümmert, weil die Strafen, die konntest du aus der Portokasse zahlen. Es war tatsächlich günstiger, auf einen Datenskandal zu warten und sich bestrafen zu lassen, als es konsequent einzuführen. Ja, und da kannst du natürlich selber an einer Hand ausrechnen, wie viele das wirklich umgesetzt haben. Große Konzerne, die per se mit Daten jongliert haben, also Telekommunikation, Krankenkassen oder Gesundheitskassen, wie sie jetzt heißen, Kliniken, die halt auch sehr schützenswerte, besondere Daten auch haben. Aber sagen wir mal, jeder Otto-Normal-Unternehmer, so wie du, ich, unsere Kunden, die haben das natürlich eher nicht gemacht. Trotz allem gilt der Datenschutz nach wie vor für alle. Und die Forderungen, was wir alles machen müssen, die sind nicht wirklich anders geworden. Die gab es die ganze Zeit schon. Was wirklich drastisch anders geworden ist, sind wirklich die Strafen. Also das ist einmalig in einer Verordnung. Auf europäischer Ebene heißt es ja Verordnung, was auf deutsche Ebene gleichbleibend zu Gesetz ist, dass man hier wirklich nicht Richtlinien findet, sondern wirklich drastische Vorgaben für Strafen in Millionenhöhe. Gibt es eigentlich eine Unterscheidung? Also das ist jetzt auch wieder persönliche Meinung von mir. Aber wie gesagt, ich bin keiner, der sagt, Datenschutz braucht es nicht. Allerdings, ja, aus meiner Sicht scheren wir zu viel über einen Kamm, weil es ist aus meiner Sicht ein Unterschied, ob du jetzt personenbezogene oder ob du persönliche Daten speicherst. Also das heißt, wenn ich von jemandem den Vornamen und die E-Mail-Adresse irgendwo gespeichert habe, es ist aus meiner Sicht ein riesengroßer Unterschied, ob ich von dieser Person die komplette Krankengeschichte speichere, wie groß sein Haus ist, wie viel Heizöl er verbraucht oder also alles, wo es wirklich in den persönlichen Bereich hineingeht. Aber ich glaube, da gibt es ja keinerlei Unterscheidung. Daten sind Daten, oder? Jein, also es gibt natürlich auch dann im Strafmaß die Überlegung, wie groß ist dann tatsächlich das Risiko eines Schadens für die betroffene Person. Und dein Argument höre ich ganz, ganz viel in meinen Schulungen. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, das hat doch heutzutage jeder. Es ist immer die Relation, Jörg. Es ist, ich habe da immer so ein etwas schlüpfriges Beispiel. Ich hoffe, du verzeihst mir das in deinem Podcast, aber damit kann ich es eigentlich am besten erklären. Hier darfst du fast alles sagen. Das ist sehr schön. Wenn du jetzt deinen Namen
und deine E-Mail-Adresse bei mir im Podcast oder ich bei dir im Podcast habe, oder wenn du sagst, du spendest an Weihnachten für eine Kinderhilfsorganisation, dann ist das per se eine sehr gute Sache. Du wirst wahrscheinlich auch nichts dagegen haben, wenn das jemand mitkriegt, es sei denn, du spendest in zweistelliger Millionenhöhe und möchtest nicht, dass wir alle wissen, wie reich du tatsächlich bist. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber per se ist es ja eigentlich ein guter Zweck, wo die meisten von uns sagen würde, ja, kann jetzt jeder wissen, ist vielleicht auch ein bisschen schmeichelhaft für mich. Sollte jetzt dein Name und deine E-Mail-Adresse auf der Liste einer Swinger-Club-Party in deinem örtlichen Swinger-Verein auftauchen und die haben die im ganz normalen Altpapiercontainer entsorgt, kommt ein kleines Stürmchen und weht das über Nürnberg und jeder weiß, dass du da letzte Woche warst. Ne? Du verstehst, worauf ich hinaus will. Es ist auch nur dein Name, es ist auch nur deine E-Mail-Adresse, aber der Zusammenhang könnte dir natürlich mehr schaden als die Tatsache, dass du 500 Euro für ein Kinderheim gespendet hast. Und genau da ist halt einfach die Schwierigkeit. Klar, ich bin auch nicht von A bis Z der Fan von der DSGVO, von der Umsetzung, aber stell dir mal vor, wir beide müssten uns jetzt hinsetzen und müssten ein Gesetz schaffen, das allumfassend ist, das heißt sämtliche Gefahren abdeckt, alle User schützt, alle, fair ist, transparent ist und während wir das entwickeln, entwickelt sich die Technik ja potenziell so viel schnell weiter, als wir dieses Gesetz entwickeln. Du siehst schon, es ist schwierig. Und ja. Insofern, ja, ein Gesetz zu entwickeln ist schwierig. Ja, wir hinken hinterher, was technisch möglich ist. Ja, ein Gesetz ist niemals fair, weil Recht und Gerechtigkeit, ne, brauchen wir hier gar nicht vertiefen. Insofern ist es manchmal müßig, sich über solche Themen zu unterhalten. Ja. Weil ich möchte an dieser Stelle nicht stehen und Gesetzestexte entwerfen, nach denen alle leben müssen. Und ja, es sind auch ein paar total widersprüchliche Sachen drin. Aber jetzt müssen wir halt einfach mal schauen, das Beste draus zu machen. Ja, gut. Also, dann hören wir auf mit Mimimi, ne? Obwohl es uns natürlich allen einfach, ja, da sitzen wir, glaube ich, alle in einem Boot, alle, die sich damit beschäftigen müssen, sind in irgendeiner Form hin und wieder einfach mal versucht zu sagen, wisst ihr was? Jetzt rutschen wir doch alle mal den Buckel runter, ja? Und denken tun wir uns was Schlimmeres, aber das kann ich hier nicht sagen. Ja? Aber gut, so ist es. Wir müssen damit leben. Jetzt gucken wir, dass wir das Beste draus machen. Jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass ich jetzt dieses Podcast-Interview höre und mir denke, was, DSGVO habe ich noch nie gehört. Jetzt muss ich da mal gucken und muss mal schauen, worüber die zwei da so fröhlich plaudern. Und dann denke ich mir, oh, da muss ich ja was machen. Was sollte ich dann tun? Also wenn ich jetzt wirklich sage, so, ich gehe jetzt den Datenschutz dementsprechend an, was sind meine ersten Schritte? Also erstmal lösen wir mal dieses Wortspiel auf. Ne? DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung. Für die, die es tatsächlich noch nicht gehört haben, seit dem 25.05.2018 scharf geschalten. Eigentlich 2 Jahre vorher schon aufgekommen und gültig. Aber ab da muss das eingeführt werden. Und es ist nichts Negatives. Viele sehen es negativ, ist es aber nicht. Und da ist meine Bitte, seht es positiv. Weil ihr müsst in all eure Prozesse reinschauen. In all eure Prozesse, mit denen ihr Daten verarbeitet. Also personenbezogene Daten. Und mal unter uns, das hat noch niemanden geschadet. Wenn ich einen Prozess anschaue, genau durchleuchte, nach der Sinnhaftigkeit frage, muss ich das so machen? Ist das sinnvoll für mich? Ist das sinnvoll für denjenigen, der es betrifft? Werdet ihr mir recht geben, da kann ein Prozess nur besser werden. Und wenn ich sage, die Datensicherheit, dass ihr einfach mal, sofern ihr es nicht selber macht, und das machen die wenigsten von den Handwerkern, ihr arbeitet normalerweise mit einem externen Systemadministrator zusammen. Und das Positive in diesen ganzen Geschichten mit dem Datenschutz ist, ich kann auch mal überprüfen, was zur Hölle treibt der da eigentlich? Macht der überhaupt was? Rechnet der nur monatlich ab? Und was passiert da eigentlich genau? Wie sieht meine ganze IT-Landschaft aus? Das ist nämlich etwas, was wir wirklich ganz am Anfang erstmal erfassen. Wie sieht eigentlich deine ganze Serverlandschaft aus? Welche Komponenten hast du? Wie alt sind die? Wie hoch ist die Gefahr, dass das ausfällt? Wer hat Zugriff? Wer hat die Passwörter? Gibt es Verträge mit Auftragsverarbeitern, wie zum Beispiel deinem Sysadmin, damit ich genau weiß, wer hat zu welcher Zeit Zugriff, wann wird gelöscht, welche Daten fließen wohin, wird das gesichert, wird das verschlüsselt? All diese Sachen werden erstmal
erfasst, notiert und überprüft. Und ganz ehrlich, Jörg, wann machst du das für dich, wenn du nicht musst, aus so einem Grund? Nie. Ich bin ein großer Freund der Prozessoptimierung, ja, tue da auch eine ganze Menge und auch natürlich digital. Aber ja, das haben wir ja am Anfang gesagt, das sind alles so Sachen, wenn da einer zu dir sagt, hey, da beschäftigen wir uns jetzt mal damit, da sagt keiner, ja, klasse, hol die Chips, hol das Bier, das wollte ich schon die ganze Zeit mal machen. Ja, das ist halt einfach so eine Geschichte, die jetzt nicht wirklich riesengroßen Spaß macht. Aber genau das ist das Thema. Es kann Spaß machen. Warum sagt ihr nicht, lad die Anke ein oder einen meiner Kollegen, es muss ja nicht immer nur ich sein, und dann, ja, wir holen uns ein Bier, ja, wir holen uns eine Tüte Chips und wir gehen das jetzt einfach mal von der Sinnhaftigkeit an, was bringt mir das? Und nicht, ich will das nicht. Und wenn ich das nämlich andersrum aufziehe, dieses Pferd, dann bringt mir das so viel. Und ich habe wirklich Beratungstage, die weit über 80% liegen, wo dann der Chef und auch, sage ich jetzt mal, die Mitarbeiter, die jetzt daran beteiligt sein dürfen, die sagen, Mensch, das war ja total kurzweilig und es hat ja richtig Spaß gemacht. Und das ist eigentlich für mich natürlich die beste Bestätigung, ja, es geht auch anders. Okay, das wäre, also ich denke ja immer marketingtechnisch, ne, das wäre jetzt natürlich ein super Argument für dich, dass du sagst, bei Beratungstagen für die Kiste Bier und die Chips sorge ich, ja, das bringe ich mit, das wäre so eine schöne Serviceleistung. Aber gut, ich spinne wieder rum. Okay. Also, kann man machen. Okay. Also ihr wisst jetzt Bescheid, ne? Das ist ein Zusatzangebot. Nehmt einfach das Stichwort Workerscast und sagt zu Antje, hey, Bier und Chips müssen inklusiv sein. Okay. Wir bleiben bei Anke, Jörg, okay? Ich habe Antje gesagt. Ich weiß, aber ich heiße Anke. Ja, dann habe ich mich nur versprochen. Weißt du, woher das kommt? Ich habe Sekretärin ist viel zu wenig gesagt. Mein Gehirn und meine bessere Arbeitshälfte linke Hand und über 10 Jahre hinweg hieß Antje und das ist bei mir sehr stark im Kopf verankert, aber jetzt gerade, glaube ich, hast du es dann nur falsch verstanden. Ich habe Anke gesagt. Aber wenn ich Antje sage, dann habe ich immer eine Person im Kopf, die ich mit so viel positiven Dingen verbinde, also das projiziere ich dann auch auf dich rüber. Das ist, Nur nett gemeint. Es geht mir bei dir ähnlich, weil mein Mann heißt Jörg insofern. Ah, das ist ja schön. Ja. Das ist ja schön. Okay. Gut, wir schweifen ab. Seht uns das nach. Okay, also Anke sagt, es hat sehr viel mit Prozessstruktur zu tun. Jetzt klar, also ich würde auch da jemand Externes draufschalten, beziehungsweise mir zumindest externe Hilfe holen, ob dann wirklich jemand direkt kommt oder ob ich das mit einem Leitfaden oder ähnliches mache, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber du sagst, es ist wirklich im Endeffekt nichts anderes, als erstmal seine Prozesse zu durchdenken. Wer hat Zugriff? Was benutze ich alles? Und das erstmal dementsprechend aufzustellen. Das ist doch dann so zusammengefasst das allererste, was ich tun muss. Ganz genau, damit du wirklich sagst, wer arbeitet hier mit den Daten, welche Daten habe ich, mit welchen Programmen arbeite ich. Und als Abfallprodukt entsteht dann dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten, eine der Dokumentationspflichten, die wir haben. Und schon haben wir ein Häkchen hinter der Sache. Und es hat gar nicht wehgetan. Ja. Hast du da einen Trick? Also das ist das, wo ich auch bei längerem Überlegen immer Schwierigkeiten hatte, weil du ja wirklich so viele Tools verwendest und benutzt, wo du zum Teil überhaupt, stimmt, das verwende ich ja auch, da ich habe ja hier noch was, ich habe ja da noch ein Online-Tool und alles ist in irgendeiner Form datenschutzrechtlich relevant. Wie sollte man vorgehen, dass man alle diese Tools und Dienste identifiziert und keinen dabei vergisst? Indem du wirklich komplett alles durchleuchtest und einen internen Workshop machst mit allen Mitarbeitern. Ja, weil das ist auch wieder so Schwarmwissen, alles ist in den Köpfen. Ich für mich selber habe für meine Beratungen einen Fragebogen entwickelt, wo ich dann einfach sage, je nach Sparte, also mit was machst du deine Buchhaltung oder Online-Banking, wie machst du deine
deine FIBO, also deine Rechnungsstellung? Wie machst du deine Akquise? Auf welchen sozialen Medien, also wie bist du im Internet unterwegs? Wie verwaltest du deine Mitarbeiter? Hast du Kundenveranstaltungen online oder 1:1? Wie machst du das? Wie speicherst du das? Hast du irgendwelche Informationen? Wie verschickst du deine Informationen? Also E-Mail-Tools, Kalender und. Dass man da wirklich Stück für Stück sich dann durchhangelt. Und dann gibt's im Handwerk dann noch besondere Geschichten, Anwendungen wie 3D-Programme oder CAD-Zeichenprogramme, wo er wirklich so Pünktchenwolken hinschickt und bekommt dann den Plan zurück. Das sind dann teilweise auch Schweizer Firmen, also außerhalb der EU. Und da muss man halt auch gucken, ist dann irgendwie der Name und die Adresse drauf oder ist da nur eine Kommissionsnummer drauf. Also deshalb empfiehlt sich schon, einen Experten zu rufen, der halt auch Branchenkenntnis hat, weil dann kann man sicher sein, dass da nichts vergessen wird. Okay. Also das ist wirklich eine extrem schwierige Aufgabe. Da sind wir im Endeffekt auch wieder beim Thema Prozesse, dass man Stück für Stück einfach mal durchgeht, was passiert wann, wie und womit, weil man wirklich sonst definitiv Sachen und Tools und Dienste ja vergisst und dann hinterher, also ist mir auch genauso gegangen und dann da steht, ja stimmt, ja, hast du recht, verwende ich ja auch. Müssen wir vielleicht mal drüber nachdenken. Okay, also strukturiert durchgehen. Dann, wie ist die Rolle der Mitarbeiter? Also wir haben ja gesagt, ich brauche ab einer bestimmten Größe einen Datenschutzbeauftragten. Da gehen wir jetzt mal nicht so genau drauf ein, weil das nicht alle betrifft. Wenn ihr da genauer was wissen wollt, dann meldet euch bei Anke. So, da sind auch alle. die kann euch da genaueres drüber sagen. Aber inwieweit braucht jeder Mitarbeiter eine Schulung? Also ich sage jetzt mal nur, du hast jetzt den Fall, dass du, was weiß ich, deine Auftragszettel noch auf dem Papier rausgibst, wie weit brauchen die Schulung, dass der jetzt dann nicht in der Scheibe liegt, neben der Brotzeittüte, wo jeder reingucken kann? Also was braucht es da? Was ist, ich sage jetzt mal, praktisch sinnvoll und was ist gesetzlich erforderlich? Gesetzlich erforderlich kannst du es vergleichen mit der Arbeitssicherheit. Du machst so eine Gefährdungsbeurteilung, quasi was kann mit Papierzetteln, Papieraufträgen passieren, so wie du es gesagt hast, die können verloren werden, die können in der Windschutzscheibe liegen, die können beim vorherigen Kunden liegen bleiben und. Und das gehst du einfach mit den Mitarbeitern durch in Kurzschulungen. Ich mache das immer so bei den Firmen, wo ich externe Datenschutzbeauftragte bin, dass ich am Anfang einfach mal eine, ich nenne es jetzt mal hart Rundumschlag, dass ich einfach eine ausführlichere 1,5 bis 2 Stunden Schulung, Unterweisung mache, wo ich wirklich alle Abläufe, die so im Unternehmen sind, draußen und drinnen, durchlaufe und sage, was kann denn da passieren? Und worauf müsst ihr achten? Sehr viel Interaktion. Ja, weil wenn die jetzt mal anfangen, so, ja, was ist das denn? Wie könnte man sich so oder so verhalten? Dann ist ja schon mal viel gewonnen. Ja, wenn da Nachfragen und Interesse sind. Und die Folgeschulungen, ist auch nicht so, dass man das nur einmal machen muss, sondern wie bei der Arbeitssicherheit halt eben immer wieder auch nachschulen. Da gucke ich dann gerne mal, dass ich die Firma dann auch aufteile, je nach Themengebieten, dass man einfach sagt, heute nehmen wir mal nur das Büro, heute nehmen wir mal nur das Personalbüro, heute nehmen wir mal nur den Kundendienst, heute nehmen wir mal nur den Projektbereich, heute nehmen wir mal nur das Lager. Und dass das dann wirklich auch in so einem Gespräch einfach stattfindet, dass man guckt, was war denn so in letzter Zeit etwas, wo ich unwohl gefühlt habt oder nicht sicher gefühlt habt. Oder ich bringe dann Beispiele und dann fragen wir halt ab, okay, wie könntet ihr euch in so einer Situation verhalten? Also auch da, wie bei der Arbeitssicherheit, man kann das ewig langweilig machen und kann die vor die fertigen Filmchen setzen oder sonst was. Man kann aber auch sagen, man macht das einfach zusammen in einem Workshop und sieht dann auch die Sinnhaftigkeit und macht auch immer den Bezug zum Privatleben, weil wir sind ja alle auf einer Seite Verantwortliche, wenn wir mit den Daten unserer Kunden oder Mitarbeitern umgehen. Aber auf der anderen Seite natürlich sind wir jederzeit auch Betroffene, weil wir sind überall irgendwo Kunde und wir wollen auch nicht, dass unsere Daten irgendwie ja liederlich oder leichtfertig behandelt werden. So, jetzt muss ich mal überlegen, weil mir jetzt 15 Dinge gleichzeitig im Kopf rumschwirren aufgrund der Sachen, die du gesagt hast. Also ich glaube, ganz ehrlich, aber das ist jetzt wieder nur persönlicher Einschub, ich glaube, dass wir alle leichtfertig mit unseren Daten umgehen, weil ich glaube, bei jeder App, bei jedem Dienst, bei allem, was wir machen, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn wir das brauchen, wenn wir das wirklich haben wollen, dann klicken wir das an, komm, ja, habe ich gelesen, ist gut, passt,
machen wir. Ich glaube mal, das machen wahrscheinlich 90% so. Ich habe noch keinen kennengelernt, der mir gesagt hat, ach, ich habe da wieder 2 Stunden mit verbracht, eine Datenschutzrichtlinie zu lesen. 99,9%. Ja? Oder 99,9% habe ich sogar noch untertrieben. Also ich glaube persönlich, dass wir alle, da nehme ich mich nicht aus, sehr leichtfertig mit unseren Daten umgehen. Nachfrage zum Thema Unterweisung. Also bei der Arbeitssicherheit ist es ja vorgeschrieben, dass ich meine Mitarbeiter dazu unterweise. Ist es beim Datenschutz auch so? Sind da Unterweisungen Vorschrift? Ja. Ja. Und das ist ganz klar auch benannt in der Verordnung und im Bundesdatenschutzgesetz. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das wird auch kontrolliert, weil viele sagen, bei passiert doch eh nichts. Paar Worte dazu. Also im Moment ist es so, dass aktiv nicht kontrolliert wird. Ja, weil auch die Aufsichtsbehörden wurden so ein bisschen überrollt. Auch für die kam der 25.05. eher so wie Weihnachten. Ne? So, hups, da ist er ja. Und auch die hatten natürlich Probleme mit, wie setzt man das um, wie kontrolliert man das und hatten auch Personalprobleme. Kann man einfach auch deutlich und offen so sagen. Allerdings gibt es 3 Gruppen, die mir gefährlich werden können. Das ist einmal ein unzufriedener Mitarbeiter oder ein ehemaliger Mitarbeiter, wo es halt nicht so ganz wunderbar zur Trennung geführt hat, sage ich jetzt mal. Dann gibt es einen unzufriedenen Kunden, der vielleicht sagt, nee, wirklich nicht. Und dann gibt es vielleicht noch einen Mitbewerber, der meint, ach, mit der Datenschutzgrundverordnung könnte ich den auch mal ein bisschen Stress und Ärger machen und den so beschäftigt halten, dass ich mich auf den Markt konzentrieren kann. Alle schon da gewesen. So, was passiert dann? Die beschweren sich bei der jeweiligen Behörde eures Bundeslandes und die sind dann verpflichtet, dieser Beschwerde nachzugehen. Das heißt, die gucken erstmal, wie ist denn die Firma Jörg Mosler? Jörg, ich nehme dich jetzt mal als Beispiel, so datenschutzmäßig einfach aufgestellt. Das heißt, die schicken dir dann erstmal ein Schreiben, dass es eine Beschwerde gab, entweder eine anonyme oder halt tatsächlich den Fall benannt. Wie du das machst als Beschwerdeführer, ist dir überlassen. Und dann fordern sie erstmal auf, Stellungnahme zu diesem Sachverhalt zu nehmen. Dann geht's in die Tiefe. Ja, dann wollen die natürlich erstmal die Dokumentation sehen, dass die einfach sagen, okay, ich hätte gern mal das Verzeichnis ihrer Verarbeitungstätigkeiten gesehen. Und wie sieht denn die Übersicht ihrer Auftragsverarbeitungs-, kurz AV-Verträge aus? Und falls diese Beschwerde durch ein Verschulden eines Mitarbeiters dazu geführt hat, dann natürlich auch die Unterweisungsnachweise. Also im Endeffekt, viele von euch wird es jetzt bekannt vorkommen, wie wenn ein Arbeitsunfall passiert. Arbeitssicherheit passiert nichts anderes. Da kommt nicht die Behörde, sondern die Berufsgenossenschaft und die will dann auch sehen, ja, haben sie dir denn überwiesen? Haben sie eine PSA? Haben sie das alles dokumentiert? Haben sie die Gefährdungsbeurteilungen? Und 1:1 dasselbe müsst ihr im Datenschutz auch machen. Okay, dann lass mich, also jetzt hast du mir die Vorlage geliefert. Ich wollte es eigentlich nicht einfügen, aber jetzt hast du mir die Vorlage geliefert. Dann nehme ich das als Beispiel, das Thema Arbeitssicherheit. Also die Dinge, die du genannt hast jetzt, die könnte ich alle vorweisen, die habe ich alle. Das wäre bei mir jetzt vom Datenschutz her okay. So, jetzt bin ich gelernter Dachdeckermeister und habe das auch 10 Jahre selbstständig gemacht. Und da ist Arbeitssicherheit logischerweise ein sehr, sehr wichtiges Feld. So, jetzt stelle ich einfach mal etwas in den Raum zum Thema Arbeitssicherheit. Du kannst es dann auf das Thema Datenschutz übertragen und mir sagen, ob du es da ähnlich wahrnimmst. Ich als Unternehmer habe gesagt, Arbeitssicherheit ist im Dachdeckerhandwerk ein sehr, sehr wichtiges Feld und ich muss dafür sorgen und alles dafür tun, dass meine Mitarbeiter abends wieder gesund zu ihren Familien nach Hause kommen. Und da müssen wir gemeinsam alles für tun. Und vieles dessen, was in den Vorschriften steht, ist dazu auch wichtig und wir sollten es einhalten. So, jetzt kommt das große Aber. Ich sage, diese Vorschriften sind so geschrieben, dass sie am Ende des Tages dafür sorgen, dass du immer irgendjemanden, so, darf ich hier im Podcast sagen, ist meiner, am Arsch packen kannst. Weil er aufgrund der Vorschriften schuld ist, weil du beim Thema Arbeitssicherheit so gut wie nie wirklich jede einzelne Vorschrift einhalten kannst, weil sonst kommst du nämlich nicht mehr zum eigentlichen Arbeiten. Und dann bist du am Ende, ja, im Endeffekt immer der, den die Katze beißt. Ich habe da mal eine Schulung gemacht bei der Bau-BG und da hat uns derjenige, der diese Schulung gemacht hat, aufgezeigt, er kennt da einen Richter,
Der beurteilt die Fälle immer so, der macht 5 Punkte, schreibt er da auf seinen Flipchart und er sagt, wenn ich bei einem keinen Haken machen kann, gehörst du der Katze. So, und du kannst nie alles zu 100% einhalten. Und ich glaube, beim Datenschutz ist es ähnlich. Egal wie viel Mühe du dir gibst, 100% wirst du nie erreichen und dann hast du dir unfassbar viel Mühe gegeben, bist trotzdem dran. Also wie wird, ich sage jetzt mal, das große Bemühen um den Datenschutz da gewertet, wenn man jetzt sagt, hey, du hast alles getan, du hast alles versucht, aber da hinten hast du eine Winzigkeit vergessen. Wie sieht das dann aus? Das war jetzt eine sehr lange Einleitung zu einer Frage, ich weiß. Also ich würde ja gern sagen, du Jörg, im Datenschutz ist das alles anders und wenn du meine Punkteliste von 1 bis 10 durcharbeitest, hast du nie wieder Sorgen und das nur einmal. Wenn ich das hätte und wenn ich das machen würde, ich würde abgefeiert werden ohne Ende. Kann ich aber leider nicht, weil das wäre schlichtweg gelogen. Es ist tatsächlich so wie in der Arbeitssicherheit, wie du es beschrieben hast. Ich kann machen und machen und machen. Letztendlich, es wird einen Anwalt, es wird eine, ich sage jetzt einfach mal hart, böse Seele geben. Wenn die mir Ärger machen will, dann wird sie das tun können. Wie gesagt, das ist ein Gesetz und der technische Fortschritt ist meistens schneller als die Gesetzesentwicklung und Gesetzesanpassung. Darüber sind wir uns einig. Aber ich habe natürlich ähnlich wie in der Arbeitssicherheit den Vorteil, wenn etwas passiert, dann richtet sich natürlich das Strafmaß nach dem, was eigentlich vorhanden ist. Ja, es ist auch wieder so wie in der Arbeitssicherheit, du kannst dir einen Wolf schulen. Es wird passieren. Es werden immer Arbeitsunfälle passieren. So gut kann deine PSA, deine Ausrüstung, deine Schulung gar nicht sein, dass nichts passiert. Selbst wenn die zu Hause bleiben, ne, fallen sie vielleicht dann irgendwie vom Stuhl oder aus dem Bett. Kann alles passieren. Beim Datenschutz auch. Alles, was ich tue, ist gut und sinnvoll, aber es wird trotzdem passieren. Aufgrund von menschlichem Versagen, aufgrund von technischem Versagen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe. Aber das Strafmaß ist entscheidend. Wenn du jetzt tatsächlich irgendeinen Datenleck hast, weil du gehackt wurdest, deine Daten wurden verschlüsselt, du hast es irgendwie nicht mitgekriegt oder hast nicht bezahlt und deine gesamten Daten landen irgendwo öffentlich, auch vielleicht die deiner solventeren VIP-Kunden, die ganzen internen, geheimen, Handynummern, Mailadressen oder sonst was, dann bist du richtig schön, ja, gelackmeiert, sage ich jetzt mal. Das andere Wort sage ich jetzt nicht. So, dann kommen die aber und gucken, was du bisher gemacht hast an Vorkehrungen. Wenn du dann dastehst und sagst, Datenschutz, ja, so wie viele in meiner Schulung, hör mal auf damit, brauche ich nicht, ist doch nur ein Scheiß. Kümmert kein Mensch und will ich nicht, kann ich nicht, macht keinen Sinn. Dann denke ich mal, solltest du mit dem höchstmöglichen Strafmaß rechnen. Wenn du aber sagst, ne, wie in der Arbeitssicherheit bei der Berufsgenossenschaft, schauen Sie, hier sind meine Gefährdungsbeurteilungen, das wäre jetzt bei uns die Risikoabwägungen, hier ist meine ganze Dokumentation, das wäre im Datenschutz natürlich eine vollständige und auch immer wieder aktualisierte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Ich habe hier meine Verträge mit meinen Auftragsverarbeitern, die kontrolliert werden. Ich habe meine ganzen Prozesse definiert, meine Personalprozesse, meine betroffenen Prozesse. Ich habe ein Löschkonzept. Ich habe wirklich meine Datensicherung immer wieder auf den Pulsstand, immer wieder aktuell. Ist menschenmöglich eigentlich nicht drin. Ja, dann ist es natürlich auch ein Grund dann zu sagen, okay, mehr geht jetzt wirklich nicht, ist trotzdem was passiert, dann könnte vielleicht erstmal eine Ermahnung erfolgen oder ein gewisser Geldbetrag, der dann garantiert nicht in der Millionenhöhe liegt. Ja, wenn du aber sagst, Datenschutzbeauftragte bräuchte ich zwar, will ich aber keinen, weil der hat dann Kündigungsschutz und die externen sind mir zu teuer, will ich nicht, mache ich nicht und wenn was passiert, kann ich mir immer noch einen suchen. Das genau ist dann das Problem. Okay, du kannst nicht alle Gefahren ausschließen, das geht nicht. Du kannst ein Risiko nie auf Null bringen, auch im Datenschutz nicht. Aber du kannst Vorkehrungen machen, dass wenn der Einschlag kommt, und der kommt, ja, mal mehr, mal weniger, dass die Folgen dann einfach dich nicht kaputt machen. Okay. Vom Ruf her und auch monetär. Also es macht dann schon Sinn, also da sind wir uns einig, eine 100% Einhaltung dieser Verordnungen wirst du nicht hinbekommen, weil ja im Endeffekt nach einem Tag, wenn du es fertig hast, die Aktualität dich schon wieder einholen kann. Aber es wird sich darauf auswirken, ob du, ich sage jetzt mal, menschenmöglich alles getan hast oder nicht. Genau. Es ist wirklich von der Verhältnismäßigkeit, was ist technisch
geltlich und zeitlich machbar und auch vergleichbar im, im Unternehmensdurchschnitt. Gut. Dann lass uns ein Thema noch kurz anschneiden, das wir hier im Podcast auch schon mal hatten, und zwar das Thema Bewerbungen, Mitarbeiter gewinnen. Da werden ja auch Daten gespeichert, da werden Daten angelegt, da müssen Daten wieder gelöscht werden. Da gibt es ein, zwei Fallstricke. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit lang gesprochen. Gib uns ein paar kurze wichtige Hinweise, wie ich in diesem Prozess, wenn ich jetzt neue Mitarbeiter, neue Azubis suche, vorgehe, wo da die großen Fallstricke sind, auf die die wenigsten achten. Wir hatten ja da im Vorgespräch einen ganz, ganz großen. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn das per E-Mail reinkommt, diese ganzen Daten, diese Bewerbungen, ne? Ist ja normalerweise, machst du irgendeine Annonce auf deine Webseite, auf Facebook, wo auch immer, und bitte Bewerbungen an, bewerbung@jörg-musler.de zum Beispiel. So, und dann bekommst du die. Und aber was passiert dann? Und wenn das nicht definiert ist und geklärt ist mit den sogenannten Prozessen, die wir vorhin erwähnt haben, oder halt eben mit den Löschkonzepten, die ich auch schon erwähnt habe, dann siehst du alt aus. Weil wir spielen den Fall mal durch. Ich bewerbe mich jetzt bei dir. Ich will deine neue Antje werden. Das heißt, ich schicke das rein und du schickst das vielleicht deiner Frau weiter. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter du hast. Sagen wir mal, du hast irgendwie 5 Führungskräfte und sagst, Mensch, schaut euch die mal an. Wäre die was für uns? Das heißt, du schickst das 5 bis 6 Mal raus. Du hast das in deiner Inbox, du hast das in deiner Outbox 6 Mal und du hast das 6 Mal in den Inboxen der Meister. Dann haben die vielleicht noch eine Frage untereinander oder zu dir, dann geht es munter hin und her. Und meistens bleibt das dann dran, die Anhänge, ja, damit man genau weiß, worauf man sich bezieht. Wenn du dann diese Entscheidung triffst, Mensch, wir nehmen die, dann ist alles gar nicht ganz so schlimm, weil dann kommen die ganzen Daten einfach von der Bewerbungsstruktur in deine Personalstruktur, wie auch immer die dann aussieht. Ja, aber du hast ja dann quasi das Recht auf diese Daten. Wenn du mich nicht nimmst, dann hast du kein Recht mehr, diese Daten zu besitzen und bist verpflichtet, alles, und ich meine auch wirklich alles, zu löschen. So, es reicht jetzt nicht, dass du das PDF oder die E-Mail, die ich dir initial geschickt habe, löscht, sondern ne, du weißt jetzt Inbox, Outbox, es ist überall drin, dann ist vielleicht ein, zweimal, es ging ja über ein paar Wochen vielleicht, dieses Spiel, die Sicherung drüber gelaufen, die Datensicherung, das heißt, da ist es auch noch drauf. Vielleicht kam diese Bewerbung nicht direkt durch mich, sondern durch so eine E-Mail, nicht E-Mail, Entschuldigung, so ein Online-Bewertungsformular auf deiner Webseite, sodass dein Webhoster vielleicht da auch noch Daten irgendwo rumliegen hat. Die Webagentur könnte vielleicht auch noch Zugriff haben. Also das heißt, du musst vorher wirklich überlegen, wie gehen denn diese Wege und wo muss ich denn dann alles löschen? Weil wenn dieser Zweck dieser Datenerhebung und der Zweck ist Einstellung, ja, wegfällt, dann musst du diese Daten vollständig vernichten. Und da machen sich die wenigen wirklich auch Gedanken. Und so hart es sich wirklich anhört, und ich bin echt ein Verfechter der Digitalisierung, ich kehre mittlerweile wirklich dazu zurück zu sagen, Mensch, wir haben nicht so viele Bewerbungen, dass wir automatisierte Verfahren brauchen, lass die doch anrufen. Ja, und wenn er oder sie einen gescheiten Satz formulieren können, dann macht einen Termin, schaut die euch selber an, die sollen ihre Bewerbungsunterlagen ausgedruckt mitbringen, und wenn die nichts taugen, dann gebt eurem das Zeug gleich wieder mit. Dann habe ich überhaupt gar nichts da. Dann habe ich vielleicht nur die Adresse da, die im Kalender steht, und auch diesen Termin im Kalender muss ich streng genommen löschen. Okay. Also dann haben wir es wieder sehr stark aufs Analoge runtergebrochen. Nur jetzt mal in der Theorie, also ich glaube ja, dass die allermeisten, die sich in irgendeiner Form mit diesem Thema beschäftigen, das per E-Mail machen. Kannst du uns, also klar, wir nageln dich jetzt nicht drauf fest, Anke, aber zumindest so einen groben Workflow einfach mal skizzieren. Wenn jetzt eine E-Mail mit Anhängen kommt, also angenommen, da ist jetzt ein PDF dran, was wäre ein möglicher Workflow, den ich machen könnte, um am Ende dann einfach sagen zu können, so, es waren 10 Stück, eine davon nehme ich, 9 müssen wieder rausfliegen. Macht es zum Beispiel Sinn zu sagen,
Ich packe die Anhänge in einen festen Ordner, auf den alle dann zugreifen können, von wo ich das dann auch wieder komplett runterlöschen kann, wenn der Bewerbungsprozess für diese Stelle durch ist. Weil dann habe ich es nur an einem Ort und nicht in 7 verschiedenen E-Mail-Inboxen. Definitiv. Das war ja ein Beispiel, dass man sagt, back to the roots, zurück zu analogen, macht Sinn in kleinen Unternehmen. Bei großen Unternehmen, wo ich dann vielleicht ein Dokument-Management-System habe, ja, wo ich dann auch sage, okay, ich kann allen Mitarbeitern, die es betrifft, Leserechte geben. Nur Leserechte, keine Schreiberechte, dann habe ich nämlich auch wieder ein Problem weniger. Und mache in den Personalprozessen klar, dass davon auch keine Ausdrucke, Kopien oder sonst was gemacht werden können. Also auch da musst du halt wieder vordenken, auf welche Ideen kann ein Mitarbeiter eigentlich kommen. Und das muss ich unterbinden, weil sonst habe ich es halt wieder nicht im Griff. Dann speicherst du das irgendwo ab auf dem Laufwerk oder in dieses Dokumentmanagementsystem und dann hast du ganz genau definiert. Aber um halt das festlegen zu können, müssen wir erstmal den Bewerbungsprozess, so wie er abläuft oder ablaufen soll, durchleuchten, die ganzen Fehler. Das wäre dann diese Gefährdungsanalyse, wo ich sage, ihr dürft das nicht ausdrucken oder ihr dürft das jetzt bei euch ganz schlimm auf dem Desktop abspeichern oder vielleicht mit nach Hause nehmen oder so, ne, mal die Frau drüber gucken lassen. Geht ja alles leider nicht. Obwohl die vielleicht die bessere Menschenkenntnis hätte, weiß man nicht, aber fällt aus, wegen ist nicht. Und das muss ich halt eben dann auch verbieten, soweit es geht, unmöglich machen und natürlich dann auch schulen. Was darf der Mitarbeiter, was darf er nicht? Und damit er sich auch dran hält, auch erklären, warum. Okay, also im Endeffekt ist Datenschutz nicht mehr und nicht weniger als das alles beherrschende Thema, das wir gerade im digitalen Zeitalter sowieso haben. Wir reden über einen Prozessmanagement, dass wir, egal in welchem Bereich, ob Datenschutz, Kunden, Mitarbeiter, was es auch immer ist, ja, jeden Tag versuchen müssen, ein Stück weit besser zu machen. Ich muss meine Daten komplett im Griff haben, ganz egal, ob es jetzt personenbezogene Daten sind oder andere Daten. Darum geht es einfach. Ansonsten, Digitalisierung vereinfacht nur, wenn ich es auch beherrsche. Und da muss ich halt von Anfang an ein stringentes System aufbauen. Und das ist im Datenschutz nichts anderes. Wäre fast ein guter Schlusssatz gewesen. Digitalisierung ist nur gut, wenn ich sie beherrsche. Aber ich merke ihn mir für nachher. Wir bekommen langsam aber sicher Richtung Ende. Du hast uns noch ein kleines, aber sehr spannendes Büchlein mitgebracht, hast du gesagt, wo wir mal zum Thema Datenschutz reinschauen sollten. Büchlein ist fast zu viel gesagt. Es ist mehr oder weniger eine Broschüre, nennt sich Erste Hilfe zur Datenschutzgrundverordnung für Unternehmen und Vereine. Weil auch ja, im Handwerk habe ich ja sehr viele, die privat auch in Vereinen organisiert sind. Auch die müssen den Datenschutz einhalten. Da ist so ein Sofortmaßnahmenpaket drin. Und das ist vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Und so schlimm, wie es sich anhört, ist es nicht. Weil es ist tatsächlich eines der wenigen oder fast das einzige Buch oder Broschürenheftlein, was ich empfehlen kann, was wirklich so geschrieben ist, dass es jeder von uns versteht. Ich muss keine IT-Ausbildung haben, ich muss keine juristische Ausbildung haben. Dieser Text ist kurzweilig, leicht verständlich, gut geschrieben. Das heißt, das kann ich auch mal so als Art Schulung oder als Information 2, 3 einfach mal ins Unternehmen legen, dass sich die Mitarbeiter vielleicht mal damit befassen. Ja, kostet irgendwie so 5, 6 Euro, also nicht die Welt. Und das ist wirklich so geschrieben, dass es allumfassend ist, alles anleuchtet, aber halt eben auch gut verständlich ist. Perfekt. Ich packe euch das in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Und dann kommen wir jetzt zum bereits angesprochenen Schlussappell. Was hast du uns zum Thema Datenschutz noch Wichtiges mitzugeben? Was möchtest du uns ganz zum Schluss noch ans Herz legen? Also Datenschutz ist eine unternehmerische Pflicht und wie das bei Pflichten ausschaut, ich kann eine Last draus machen, ich kann aber auch wirklich ein sinnvolles Tool für mich, auch als Controlling-Tool zur Überwachung, zur Steuerung und auch zur Optimierung meines Ladens einfach benutzen. Also mach das auch. Bei der Digitalisierung spielt eben nicht nur Zeitersparnis, Vereinfachung und Coolness, ja, ist es ja oft eine Rolle, sondern auch wirklich der Schutz von euch als Unternehmer, der Schutz eurer Kunden, der Schutz eurer Mitarbeiter. Und der Schlusssatz, wie gesagt, Digitalisierung macht nur Sinn, wenn ich es im Griff habe. Und da ist Datenschutz ein großes, hilfreiches Thema. Es arbeitet nicht gegen euch, sondern für euch. Und das wäre meine Bitte, nehmt das auch wirklich als Hilfe an.
So, wunderbar. Aus großer Kraft wächst große Verantwortung, um am Schluss nochmal Spider-Man zu zitieren. Aber das kommt im Endeffekt genau auf das raus. Wunderbar. Okay, also, wenn ihr jetzt sagt, oh, um Gottes Willen, alles, was Anke da gesagt hat, hole ich mir mal lieber die Spezialistin ins Haus. Ich werde euch das alles dementsprechend in den Shownotes verlinken. Und ich glaube, du bist auch immer gerne für Anfragen zu haben und für Nachfragen. Das werdet ihr alles in den Shownotes finden. Auf jeden Fall. Genau. Und dann danke ich dir jetzt für deine Zeit. Euch danke ich fürs Zuhören. Nehmt den Datenschutz nicht auf die leichte Schulter. Macht was draus. Wir hören uns nächste Woche wieder beim WorkersCast. Bis dahin. Ciao. Euer Jörg. Hey, hier ist nochmal Jörg. Und? Hat's dir gefallen? Dann lass mir doch bei iTunes eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann gib mir dein persönliches Feedback, damit ich diesen Podcast immer weiter verbessern kann. Danke schon mal. Ciao, ciao, dein Jörg.